Gutes Neues. Und wo zum Geier kriegt man die Bosch GTS 10 Schienen her? Diese langen, die ich auch habe. Und zwar geht es um diese Schiene. Ich habe hier eine komplett durchgehende. Und die ist ja eigentlich nur so breit. Ja, und breiter als so gibt es die auch nicht. Ich verlinke euch das Video, wo ich die Verbreiterung gebaut habe in der Videobeschreibung. Da sind die Teile auch in der Videobeschreibung dann verlinkt. Ich habe die gekauft in einem Online-Ersatzteile-Händler für Bosch. Habe dann in den Hohlraum, der hier innen drin ist, ein Holz reingeschlagen. Habe die Schiene da drauf geschlagen. Hier ist ja auch noch ein Schienenelement drin, wo die Schiene drauf läuft. Auf der Rückseite genauso. Und so habe ich die zusammengebracht. Noch ein bisschen bündig geschliffen, damit der Parallelanschlag nicht hier hakt, weil es nicht 100% gepasst hat. Und jetzt passt es halt. Jo. Wurde ich halt oft gefragt und deswegen zeige ich euch das jetzt. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist das Video verlinkt, wo ich die Verbreiterung baue. Und in letzter Zeit werden ein Haufen Videos, alles voll Staub, hier wurde schon ewig nicht gearbeitet. Da werden ein Haufen Videos von mir angeguckt, unter anderem auch, wie ich diesen Frästisch gebaut habe mit der Bündigfrässchablone. Und da kamen jetzt auch zwei Kommentare. Der eine hat gesagt, bestes Tutorial zum Einbau. Und der andere hat gesagt, na toll, hätte ich das Video schon vorher gehabt, wäre es einfacher gewesen. Und das ist das erklärreichste, aufschlussreichste Video von mir, um den Tisch einzubauen. Egal jetzt, um welche Fräsplatte es sich eigentlich handelt. Und da gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, gerade wegen der Spannfeder in der Tritonfräse drin, die ja entgegenwirkt, weil die sorgt ja dafür, dass die Fräse nach unten gedrückt wird, so in dieser Position, wie im Frästisch. Und wenn ihr die nicht rausmacht, kurbelt ihr die Fräse nach oben gegen die Erdanziehungskraft und die Feder drückt die noch runter, wo die Erdanziehungskraft herkommt. Deswegen verlinke ich euch das Video auch mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr die Triton habt und die Rückholfeder noch nicht ausgebaut habt. Zu diesem Jahr, dieses Jahr habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich glaube nicht, dass ich es erreichen werde, aber tief im Innern werde ich es erreichen, definitiv. Ich möchte dieses Jahr, krasse Scheiße, die 100.000 Abonnentenmarke knacken. Klar, muss anderer Content her. Keine Angst, also es kommt anderer Content, aber ich versuche so wenig wie möglich Werbung zu machen. Ich habe meine festen Partner jetzt, Kübler, trage ich einfach so, da muss ich nicht großartig Werbung machen. Bessie und alles andere muss ich eigentlich auch keine Werbung, also direkt ein Werbevideo drüber machen. Und ja, alles andere bleibt mir offen. Es wird hin und wieder ein Werbevideo kommen, einmal im Monat wahrscheinlich, von meinem Werkzeug, Sägeblatt, König, Partner und G-Max. Und das war's dann aber auch. Also ich will wirklich, hab keinen Bock mehr, auf Deutsch gesagt, irgendwie Werkzeug noch breit treten. Alles, was ich empfehlen kann oder in den Videos benutze, ist sowieso unten verlinkt. Und das werde ich auch in den Videos sagen. Und mehr wird da wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht kommen. Ich selber habe gemerkt, da ich ja auch YouTube gucke, gerade weil ich krank bin und eine Menge Zeit habe, dass es mau wird so langsam, dass sehr viel Werbung kommt. Aber was man noch sagen muss ist, diese Amazon-Werbung, die viele haben, wie ich auch, das finde ich jetzt nicht als Werbung, wenn jemand dasteht und sagt, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Oder wenn er sich was kauft und sagt, Leute, damit bin ich zufrieden, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, wenn er das während dem Video benutzt, also nicht direkt indirekt bewirbt sozusagen. Das finde ich noch okay, aber wenn dann, wie auch bei mir kam, nur noch Produktvorstellungen kam ja bei mir nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich will wirklich nur noch 2019 News haben und Projekte. Mehr wird es nicht geben. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann wird es auch mal keine News geben. Was ich auch noch probieren werde, ist mal nicht ein Video zu machen, zu drehen, schnell wie möglich hochladen und so egal welcher Zeit dann hochladen. Ich will jetzt da auch einen festen Rhythmus vielleicht irgendwann mal reinbringen. Und also mit diesem Video, das werde ich jetzt gleich drehen und dann raushauen. Aber
ab nächster Woche oder besser gesagt, wenn ich wieder gesund bin, wird erst wieder produziert und dann kann es noch eine Woche dauern. Es sei denn, ich baue den Bohrtisch da, der dauert 5 Minuten. Die Bosch fertig zu bauen, dauert wahrscheinlich noch 2 Wochen nebenher. Also, da kommen noch 2 Videos davon. Jo, das war Thema Video und 2019, 20, der Plan. Kommen wir zur Verlosung, die ich hatte letztes Jahr. Da ziehen wir jetzt zusammen der Gewinner. Jetzt habe ich Gewinnspiel, Hashtag Gewinnspiel eingegeben. Ich bin im Video. Jetzt drücken wir auf Pick a Winner. Norbert Strauß. Passt prima in meine neue Werkstatt. Norbert Strauß, ich werde dich kontaktieren. Ja, Norbert, also herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du natürlich die Wahl, ich habe es dir schon geschrieben, das Werkzeug im Holzhaini zu spenden. Der hat einen kranken Neffen und da spenden wir gerade Geld. Da habe ich auch meine Makita hier hinten und die Flachdübelfräse hier gespendet. Und die werde ich nächste Woche losschicken. Dann gibt es eine Versteigerung beim Holzhaini. Und wenn das soweit ist, bringe ich auch noch mal ein kurzes Infovideo raus, dass jetzt die Versteigerung beim Holzhaini beginnt, damit ihr Bescheid wisst. Oder ihr abonniert ihn gleich. Ich verlinke euch den mal hier oben, ein Holzhaini sein Kanal und in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir mal zu einem coolen Teil, weil ich gebe ja meine Makita-Fräse her und dann habe ich ja keine mehr. Und das ist scheiße. Das ist scheiße. Jetzt habe ich gerade beim Kameraumstellen nicht mehr gewusst, was ich gelabert habe. Also nochmal, Norbert, wenn du das Werkzeug spenden willst und nicht selber behalten möchtest, was völlig okay ist, wenn du es behältst, weil Scheppach hat uns zum Beispiel nämlich das gleiche Set nochmal geschenkt. Das ist jetzt schon, glaube ich, beim Holzhaini. Und da kannst du dann mit ruhigem Gewissen auch sagen, nee, ich will das Werkzeug behalten. Und wenn jemand auf dich stinkig ist, dann versteht er das wahrscheinlich nicht. Also du bist nicht verpflichtet jetzt, weil wir spenden, das Werkzeug zu spenden. Es ist eine Option. So, es macht dich nicht zu einem schlechteren Mensch, wenn du das Werkzeug behältst. Das versteht jeder normale Werkzeugliebhaber. Kommen wir zu dem, was ich mir gekauft habe, weil ich habe ja keine Fräse mehr. Und die habe ich nicht neu gekauft. Ich verlinke es euch trotzdem in der Videobeschreibung, die Festool-Fräse, weil vielleicht will sie jemand kaufen. Das ist die OF 1400. Und zwar habe ich die gebraucht gekauft. Ich habe sie schon getestet, geht gut ab. Und das ist die gleiche, wie der Herr Letz Bastel hat. Und ja, ein paar Gebrauchsspuren sind dran. Aber ansonsten sieht die eigentlich wirklich aus wie neu. Und die hat mich dann 470 Euro gekostet. Auf Amazon ist sie über 600, nagelneu. Allerdings habt ihr da auch schon gleich ein ziemlich langes Stromkabel. Die coole Absaugung, die man auch dran machen kann, wenn der Fräser schon drin ist. Was mich letztes Jahr ziemlich oft genervt hat, dann lässt man einfach die Absaugung weg, was ja auch nicht richtig ist. Dann haben wir ja den Fangkorb dabei, wenn ihr offene Fräsungen macht, an der Tischkante entlang, damit der Holzstaub nicht durch die Welt schießt. Und noch ein Parallelanschlag. Und eine Kopierhülse ist auch gleich drin. Da muss ich mir noch eine 17 mm kaufen für meine 32 mm Schablone. Aber die kostet so um die 20 Euro. Ja, also sehr hochwertig. Freut mich jetzt schon. Dieses Jahr ein paar Neuerungen gibt es ja. Neues Objektiv, neue Oberfräse. Wenn ich wüsste, wie sie reingehört, Leute, wisst ihr? Ich weiß auch nicht. Müsst ihr immer alles so kompliziert machen hier? So, drin ist sie. Ja, schon wieder dumm, die dumm mit dem Daumen an der Shutter Speed drangekommen, glaube ich, war es. Oder Belichtung war es. Ja, auf jeden Fall, dieses Jahr wird cool. Also die Bosch GTS 10, da kommt noch eine echte Eichenplatte oben drauf, so wie der Tisch. Habe ich mich entschieden. Das heißt, wenn ihr wollt, stimmt mal ab. Ich mache mal hier eine Abstimmung. Das muss ich mir alles nachher aufschreiben, dass ich das auch eintrage.
Ich werde natürlich den Frästisch, besser gesagt die Einlegeplatte, in Eiche einlegen. Gibt ein richtig schöner Braten. Wollt ihr dazu noch mal ein Video sehen? Wenn ja, abstimmen ja. Wenn nein, abstimmen nein. Ich denke, es kann lehrreich sein. Und dadurch, dass ich jetzt eine neue Linse habe, Objektiv, neues Mikro, könnte das Video auch besser werden. Und dann wird auch der linke Tisch, hatte ich ja auch, Siebdruck, wird auch Eiche und der Tisch hinten dran wird auch Eiche. Also komplett wie der Tisch hier. Und halt die Säge an sich nicht natürlich. Tu ja nicht Metall gegen Eiche austauschen. Ne? Und ansonsten glaube ich, habe ich alles erklärt. Ah, ich habe noch eine Kirschen Japan-Zeker Geschenk gekriegt von meiner Schwiegermutter. Die hatte ich in der Wunschliste drin. Die wird auch das ein oder andere Mal jetzt noch auftauchen. Hier steht Tajima drauf. Made in Japan. Cool. Wolfcraft. Nee, Kirschen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ja, also dieses Jahr viele Echtholzprojekte. Wir werden noch in die Richtung Metall gehen. Ich muss einen Rahmen bauen für etwas, das rollt. Dann werde ich noch was bauen aus so viel wie möglich Holz, wo rollt. Und noch einige andere Sachen. Eine Vorrichtung für die Flachdübelfräse, eine coole, wo eine weitere Vorrichtung, was heißt Vorrichtung, für ein System, wo mit integriert ist, damit das Flachdübelfräsen einfach leichter wird, gerade wenn man einen Schrank baut. Und. Ich habe so viele Sachen mittlerweile aufgeschrieben. Wenn ihr jetzt 2 Monate frei hätte, hätte ich Videos bis Juni. Kein Witz. Aber dazu, ja. Ein Schweißgerät brauche ich noch. Am liebsten ein WIG. Wenn ihr Empfehlungen habt, die nicht so teuer sind wie 2.000 €, dann haut sie mal unten rein in die Videobeschreibung. Ansonsten kann ich noch sagen, zu den 70% Nicht-Abonnenten, die mich anschauen, ihr dürft mich wirklich gerne abonnieren. Das bringt meinen Kanal weiter. Und ja. Also je mehr Abonnenten ein Kanal hat, umso besser steht er ja da, umso mehr Einnahmen generiert das, umso mehr wird er breit getreten und umso geiler werden dann auch bei mir die Projekte. Weil Projekte sind ja auch geldgebunden und Privatgeld reinstecken. In diesem Jahr möchte ich nicht mehr. Es war jetzt der Laptop und das Objektiv, das letzte. Und jetzt läuft alles nur noch über YouTube. Heißt keine privaten Eingaben mehr. Ausgaben mehr. Und falls jetzt jemand sagt, ah, der kriegt der Hals nicht voll, aufpassen. Was habe ich letztes Jahr verdient mit YouTube? Ich kann euch sagen, es liegt definitiv bei über minus 2.000 €, was ich verdient habe. Also gar nichts. Dieses Jahr wird sich's aber ändern. Versprochen. Ja, was ist noch neu? Wenn ihr auf die Startseite von meinem YouTube-Kanal geht, ich verlinke euch mal hier kostenlos abonnieren unten. Wenn ihr da drauf geht und ihr habt mich schon abonniert, dann ist der Abonnier-Button grau und nebendran steht in blau Kanalmitglied werden. Kanalmitglied heißt, ihr habt da 3 Auswahlmöglichkeiten und das ist sozusagen ein monatliches Abo. So würdet ihr mich unterstützen. Das ist kein Muss. Das kann man freiwillig machen. Es ist eine Option, die jetzt zusätzlich da ist und deswegen muss man mich jetzt nicht gleich deabonnieren, ne? Also, es ist nur für die, die wirklich den Kanal unterstützen wollen. Und ansonsten sind trotzdem alle Abonnenten gleich. Und es wird der ein oder andere Livestream auch kommen dieses Jahr. Was ich allerdings falsch finde, ist, wenn ich jetzt diese Inhalte, diese Livestreams nur für Leute zur Verfügung stelle, die den Kanal abonniert haben. Die hätten zwar dadurch einen Vorteil, aber der Großteil, wo mich ja nicht da finanziell unterstützt durch Kanalmitglied, dem bleibt das verwehrt und das möchte ich irgendwie nicht. Also für mich ist Kanalmitgliedschaft dann nur dazu da, dass jemand da ist, der mich unterstützen will, der meinen Kanal geil findet und da ein paar Euro im Monat investiert, sozusagen. Deswegen bleibt alles öffentlich bis jetzt. Also so ist der Plan und so werde ich das auch machen und zwar für immer. Fertig. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes restliches neues Jahr. Ist ja nicht mehr so lang bis Weihnachten. Überall hängt schon Weihnachtsschmuck und so Zeug. Also ist es bald anscheinend wieder soweit. Und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ja, Video könnte heute Abend rauskommen. Naja.
Langes Gelaber, kurzer Sinn. Frohe restliche Urlaubstage euch noch und viel Spaß bei dem, was ihr macht. Ich hoffe, ihr bleibt dran, unterstützt mich, abonnieren, liken, kommentieren, weil alles hilft dem YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im ersten Bauvideo, wenn alles klappt. Ich schätze mal am 19., am 18. oder am 19. Januar müsste ein Kleinprojekt kommen. Also, ciao, dranbleiben.